Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Jaho, jaho. Ja, hallo und willkommen zurück zu des Unders Collectors neue Games. Diesmal mit dem Monat November im Jahre 2020. Und ja, es hat sich wieder einiges angesammelt. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich merke schon, es gibt Monate, da passiert nichts. Und dann gibt es Monate, da passiert wieder ganz viel. Und dieser Monat ist natürlich wieder so, dass wieder ganz viel passiert ist. Und dann fangen wir doch mal direkt damit an. Und zwar habe ich mir direkt am Anfang hier Risen Paradise Megamix besorgt. Und zwar relativ günstig sogar. Und ja, ihr habt ja beim letzten Mal mitbekommen, dass ich hier mir dieses Risen Paradise hier geholt habe, wo ich auch nochmal reingucken möchte. Und ich denke mal, dass das Megamix, weil es halt Megamix heißt, so eine Mischung aus allem Möglichen ist. Weil wenn ich nämlich hier hinten dran gucke, dann sehe ich da so ein paar Sachen, die vermutlich auch hier schon mit vorgekommen sind, so ein bisschen. Aber das werde ich dann früher oder später mal merken. Zum Beispiel, man sieht ja hier zum Beispiel dieses Turbo-Tischtennis. Das sieht man auch hier dann, direkt hier, genau. Dass es halt so eine Mischung ist, so ähnlich wie die WarioWare Gold, wo halt von den ganzen Spielen, die rauskamen, dass dann da drin die besten sind irgendwie, so gesehen. Aber finde ich persönlich keinen Nachteil, weil, ja, wenn man halt dann eine gute Mischung hat, eine gute Spielesammlung, warum eigentlich nicht, gell? So, und dadurch, dass es halt auch günstig war, habe ich es auch gerne mitgenommen, weil, ich hab wirklich mal geguckt gehabt, und zwar habe ich, ihr wisst ja, ich gucke immer bei eBay und gucke die ganzen Preise durch und alles. Und dann gucke ich auch manchmal darauf, wie oft halt etwas angeboten wird. Und der Titel, der war für eine gewisse Zeit, zumindest als ich das hier gekauft habe hier, war das halt nur noch per Sofortkauf da und kaum noch irgendwelche großartigen günstigen Angebote, wo es halt vorher noch für einen Zehner wegging. Deswegen habe ich schon leicht Angst gehabt, dass ich vielleicht nicht günstig kriegen könnte, aber dann kam ein Gebotsangebot, ja, und dann habe ich das einfach ersteigert, relativ günstig. Und dann sage ich auch nicht nein. Ihr seht hier immer oben links den Preis. Und ja, bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es nochmal in anderen Teilen ist. Ich muss unbedingt mal gucken, dass ich auch die Spiele, die ich hier kaufe, auch mal alle spiele. Aber ihr seht es ja bestimmt auf meinem Kanal, kommen zwar immer Let's Plays, aber dadurch, dass ich auf möglichst 100% spielen möchte, dauert es halt immer, bis ein Spiel fertig ist und dann das neue anfängt. Also nicht denken, dass ich hier Spiele habe, die ich nie spielen möchte, sondern dass es halt einfach nur dauert, bis ich halt dazu komme. Das ist halt der Gedanke. So, als nächstes habe ich glaube ich auch auf dem Thumbnail ganz oben, Yo-Kai Watch Sealed. Und da muss ich übrigens dazu sagen, erstens war es sehr günstig, ja. Und den Preis, den ihr oben links seht, den habe ich zweimal bezahlt. Und zwar, weil ich noch vom selben Verkäufer eine Woche später noch ein Exemplar besorgt habe, das noch auf dem Weg ist. Also das ist, sollte, glaube ich, im Laufe dieser Woche ankommen, aber halt nicht mehr bis zu diesem Video hier. Und das werde ich dann auf jeden Fall auspacken. Also es sind beide sealed gewesen. Und ja, da habe ich nämlich dann eins für die Sealed-Sammlung und eins so. Es gibt, glaube ich, auch eine Version, wo halt irgendwie so nebendran eine Anzeige ist, dass noch so eine Medaille oder sowas drin ist. Weil die Medaillen sind ja da drin, um die Yo-Kai Watch zu rufen. Ich weiß nicht hundertprozentig, weil ich habe die Spiele nie gespielt. Aber dann könnte ich vielleicht sogar überlegen, dass ich das hier mal Let's Playen könnte. Wie gesagt, es ist immer nur Überlegungen, ob oder ob nicht. Je nachdem, wie es die Zeit halt zulässt. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man sagen könnte, da könnte man zumindest mal reinschauen. Ist auf jeden Fall auch ein, also ich meine, klar, Yo-Kai Watch kennen wohl Leute mehr, kennen wohl die meisten mehr als den Namen Level 5 an sich. Und ihr wisst ja, dass ich von den Level 5 Games ja relativ gerne die Spiele spiele. Unter anderem ist ja auch Ni no Kuni auch von Level 5, also nur mal so zum Vergleich direkt. Oder Fantasy Life gibt es ja auch für den 3DS. Und ja, die Spiele sind ja an sich nicht schlecht, aber sie werden halt verramscht. Die werden halt so extrem verramscht. Deswegen habe ich auch so lange überlegt, ob ich es überhaupt kaufen soll. Weil es läuft mir nicht weg. Also selbst jetzt noch kriegt man es für unter 5 Euro. Und dann habe ich halt jetzt mal langsam mit angefangen, die zu kaufen. Gell? Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie den zweiten kriege. Den dritten werde ich vermutlich nicht kriegen, weil er viel zu teuer ist. Weil er wurde in sehr geringen Stückzahlen hergestellt. Und da gehen die Leute so ein bisschen ab. Also da zahlt man für die UVP locker 40, 50, 60 Euro. Manchmal sogar mehr. Und wenn es zielt, hört mir auf. Das ist dann noch ein bisschen extremer. So, als nächstes haben wir ein Spiel, das habe ich schon gekauft, aber ich habe es halt sealed gekauft, deswegen habe ich es ja noch mal hier in der offenen Version, und zwar Mario Sport Superstars. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon reingespielt gehabt, weil ich halt gucken möchte im Vergleich zu den anderen Sportspielen, weil es gibt ja auch Mario Tennis Open und zum Beispiel auch Mario World Tour, also Golf World Tour, genau, für den 3DS. Und da wollte ich ja mal vergleichen, was halt so der großartige Unterschied ist. Ich glaube, Tennis ist sogar wirklich fast dasselbe Spiel, nur halt mit, dass es beim Mario Tennis Open natürlich noch mehr Minigames gibt und mehr halt mehr Charaktere, die man spielen kann.
und natürlich auch das mit dem Miesen. Alles ist ja hier nicht mit drin, weil es ja erst so eine Spielesammlung ist. Man merkt aber dem Spiel auch so ein bisschen an, auch wenn es nicht unbedingt super notwendig ist, dass man halt wirklich dieses Spiel gemacht hat, damit man hier diese Karten verkauft. Und zwar habe ich so mitbekommen, dass in jedem Ding halt eine Random-Karte drin ist, wie man auch hier sieht. Und deswegen hatte ich mir das Ganze ja nochmal Seed gekauft gehabt, vor ein paar Monaten. Und da weiß ich natürlich nicht, was für eine Karte drin ist, weil es Seed bleibt. Aber ja, damit ich euch dann heute mal zumindest mal auch zeigen kann, was die Karten auf sich hat, weil das sind ja Amiibo-Karten in dem Sinne. Hier ist sie. Und zwar ist meine Karte hier als Beispiel ja Luigi mit Pferd. Und dadurch, dass es ja eine Amiibo-Karte ist, weil für Leute, die es vielleicht nicht wissen, das eigentliche, was halt bei Amiibo ja ist, was halt gescannt werden kann, ist nur so ein ganz, ganz flacher Chip. Und zwar, man sieht jetzt zum Beispiel hier, habe ich zum Beispiel, das ist von Mr. Game & Watch, nur das Podest. Und das Podest ist ja das eigentlich, wo dieser Chip drin ist. Und ihr seht ja, wie dick der ist. Und wenn man dann vergleicht, wie dünn eigentlich die Karte ist, dann sieht man mal, wie dünn eigentlich dieser Chip ist. Und ich möchte mal gucken, ob ich das euch vielleicht auch mal zeigen kann. Und zwar habe ich hier eine Taschenlampe, wo ich dann durchleuchten kann. Ich hoffe, ich blende euch nicht jetzt gerade hier. Und zwar ist, wenn man hier jetzt durchleuchtet, dann sieht man hier, ich hoffe, das erkennt man auch, sieht man halt hier in der Mitte diesen flachen Chip, der da drin ist. Und der ist eigentlich dafür zuständig, dass halt, wenn man das scannt, dass die Karte dann erkannt wird und dann halt, dass man dann halt Sachen freischaltet oder halt irgendwas speichern kann, je nachdem, weil man kann ja auch auf Amiibo speichern, aber auch nicht auf jeder, kommt natürlich auch auf das Spiel drauf an. Und so ist das Ganze halt technisch aufgebaut. Ich bin nicht unbedingt jetzt ein Freund davon, was Kartensammeln angeht. Also ich würde jetzt nicht hingehen und hier diese Mario Sports Karten sammeln. Aber ist auf jeden Fall auf der einen Seite eine interessante Idee, aber auf der anderen Seite würde ich mir persönlich sagen, muss nicht unbedingt sein. Also man braucht es auch, glaube ich, nicht unbedingt, um das Spiel zu spielen. Das geht auch ohne. Und ja, ist natürlich am Ende dann jedem selbst überlassen, ob er sie sammeln möchte oder nicht. Ja. Ist auf jeden Fall eine schöne Sammlung. Wie gesagt, ich habe schon mal reingeguckt. Und im Vergleich zu anderen Sportspielen ist ja hier als ganz Besonderheit ist ja dieses Reiten dabei. Und das ist was ganz Eigenes, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für Leute, die halt vielleicht so ein bisschen auf Fußball stehen, haben es auch hier speziell eine Fußballversion, weil es gab es ja auch als Einzelversion gar nicht. Und Baseball, soviel ich weiß, bin ich 100% sicher, aber ich glaube, neben dem GameCube-Teil gab es dann später noch einen Wii-Teil. Ja? Aber ich bin mir da nicht 100% sicher, weil den hatte ich nie. Gibt auf jeden Fall auch irgendwie so eine Mario-Sport-Mix-Version auch für die Wii, aber da habe ich nie wirklich reingeguckt, deswegen habe ich da keine Ahnung. So, dann sind wir jetzt schon fertig mit Nintendo, ja, so schnell kann es gehen. Und weiter geht's mit PlayStation 3, und zwar habe ich hier die Remastered-Version von Shadow of the Colossus und Ico als Collection. Gibt's ja, also die beiden Spiele gab es damals für die PlayStation 2. Ja, und wurden halt hier sozusagen zusammengeführt in HD-Version, HD Remastered. Und das hier habe ich mir relativ für einen fairen Preis bei uns im Nextgame-Forum besorgt gehabt. Da habe ich einen Zehner bezahlt, fand ich auch ganz gut. Und der Zustand ist auch ganz schön toll. Also wenn man bedenkt, manche PlayStation 3-Spiele sehen halt auch so ein bisschen nicht ganz so toll aus. Und das Schöne ist hier, dass man halt auch, wenn man ein Wendecover hat, könnte man halt einfach das Ico-Cover halt drüberlegen. Anstatt man halt nur dieses... Also auf der einen Seite ist halt hier Ico, auf der anderen Seite ist Shadow of the Colossus. Kann man ganz kurz mal zeigen. Genau. Und dann kann man sich entscheiden, was man halt vorne zeigen möchte. Dass man halt da auch unter anderem dieses USK-Logo dabei nicht hat. Aber das ist für mich halt nicht unbedingt interessant, weil ich tue die Spiele sowieso immer so ins Regal. Und dann ist es ja auch egal in dem Sinne. So, und es gibt ein paar Gründe, warum ich mir das gekauft habe. Und zum einen, also speziell wegen Shadow of Colossus, weniger wegen Ico, auch wenn Ico auch ein gutes Spiel ist. Ich möchte in Zukunft mal ein Video davon machen, auch wenn es vermutlich schon zig andere gemacht haben, von der PlayStation 2, PlayStation 3 und PlayStation 4 Version, was die Unterschiede zwischen diesen drei Spielen sind und einfach zu erklären, was der Unterschied zwischen Original, Remastered und Remake ist. Und ich könnte natürlich auch hier jetzt mal ganz kurz erwähnen, weil das ist ja auch kein Nachteil. PlayStation 2 ist natürlich das Original, PlayStation 3 hier, Remastered HD-Version. Und also weil das halt sozusagen, hat die PlayStation 2-Version genommen und hat die dann auf PlayStation 3 geportet und hat die dann gleichzeitig in der Auflösung erhöht und auch ein bisschen die Texturen verbessert. Aber an sich ist es immer noch 1:1 das Spiel für auf der PlayStation 2. Und das Remake, ja, von der PlayStation 4 ist von Grund auf mit einer neuen Engine komplett neu gemacht worden. Das Spiel selber ist zwar auch dasselbe, aber das ganze Technische ist komplett neu gemacht worden. Auch die Steuerung ist ein bisschen angepasst worden.
Und ja, und so sollte man auch, also sollte man relativ easy erkennen, was eigentlich ein Remake bedeutet. Remake heißt nicht, dass man ein Spiel nimmt und dann komplett neu mit einer eigenen Interpretation hat, wie es zum Beispiel bei Final Fantasy VII Remake ist. Da hat man ja die Story genommen und ein bisschen verändert. Oder besser gesagt, man hat halt die Geschehnisse zwischendrin so ein bisschen verändert. Und ja, das ist auch ein Remake, aber halt mehr so eine Reinterpretation von dem, vom Original. Und hier ist es halt wirklich so, Remakes, ganz simpel, man nimmt ein altes Spiel, tut es von Grund auf neu mit der neuen Engine machen, so ähnlich wie es bei den bei Spyro-Trilogie und bei der Crash Bandicoot-Trilogie ist, dass dann dort ganz einfach hier das Spiel, also die ganze Spiele, ist ja eine Trilogie, von Grund auf neu gemacht worden, weil wenn es nämlich nur ein Remastered wäre, dann hätte man die PlayStation 1 Version genommen und hätte die auf, ja, auf 1080p hochgezogen. Das wäre dann ein Remastered. Also so ähnlich wie man, wenn man Mario 64, bestes Beispiel vielleicht sogar, das Mario 64 auf der Switch ist ja auch kein Remake, sondern ein Remastered in dem Sinne. Also dass man halt wirklich das Ganze nur auf Full HD halt hochgezogen hat, obwohl es eigentlich ein N64-Game ist, damit man halt das mal so grob weiß. So, und auch der andere Grund, warum ich es gekauft habe, ist natürlich, ich möchte natürlich auch mal Shadow of the Colossus spielen. Und zwar, ja, weil ich kenne die Spiele zwar, also beide, ich habe die beide schon mal als Let's Play gesehen, aber ich hab wirklich Bock auf Shadow of the Colossus und ich habe das schon so lange mit mir hergeschoben, dass ich früher oder später auch mal, ja, dazu kommen werde. So, und jetzt fängt das Meme an. Was ich mir, also eigentlich ist es glaube ich schon ein Meme in dem Sinne, und zwar, ihr wisst ja, PlayStation 4 Games kaufe ich ja immer wieder. Hier zum Beispiel Lego Movie Video Game. Habe ich mitgenommen, weil es günstig war. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Spiel so ist. Generell möchte ich ja gucken, dass ich so die ganzen Lego Games so ein bisschen nachhole, auch auf der PlayStation 4. Und warum ein Meme? Ganz einfach, weil ich jetzt im Laufe der Zeit so viele PlayStation 4 Games gekauft habe, immer noch keine PlayStation 4 habe, dass es schon fast lächerlich wirkt. Und zwar habe ich mal wirklich so einen Stapel genommen von mir, also ich habe den ganzen Stapel genommen, habe mal aufgetürmt und wie viele Spiele das schon geworden sind, das ist eigentlich, da muss ich selber lachen, wie viele Spiele es eigentlich wirklich wurden, weil es werden auf jeden Fall noch ein paar Spiele dazukommen, aber ich bin echt mal gespannt, wann die Preise so weit fallen, dass ich mir eine PlayStation 4 kaufe, weil langsam aber sicher wird es ja wohl Zeit. Ich habe zwar immer noch genug Spiele, ihr seht ja, also ich werde nie Probleme haben, jetzt irgendwie nichts zum Spielen zu haben in dem Sinne. Aber früher oder später muss ja dann auch mal die Konsole dann auch mal her, gell? Weil sonst hat man am Ende 50 Spiele hier stehen und immer noch nicht die Konsole und das ist dann auch schon ein bisschen übertrieben dann, gell? Aber gut. Hier auf jeden Fall Lego Movie Video Game. Wie gesagt, habe ich den Film nie gesehen. Und aber vielleicht ist dann deswegen dann das Spiel dadurch interessanter, weil man eben nicht weiß, was auf einen zukommt in dem Sinne. Aber wann ich Lego Games spielen werde, das werden auf jeden Fall Games sein, die ich streamen werde. Das ist halt immer so die Sache für sich, weil weil man natürlich auch noch einen Haufenweise andere Spiele hat, die vor davor sind. Deswegen mache ich mir bei den Lego Spielen auch nicht unbedingt jetzt so Panik im Sinne von, ob ich sie kriege oder nicht, weil das sind dann einfach für mich persönlich optionale Spieloptionen, die ich spielen kann. Aber auf jeden Fall keine schlechten, weil ich habe eigentlich bisher noch kein Lego Game gespielt, was wirklich schlecht war. Ich habe in der Vergangenheit ja auch ein paar auf der Xbox 360 gespielt gehabt, habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Und ich hatte davon eigentlich gar nichts, was halt wirklich schlecht war. Das Einzige, was halt war, ist, dass die Spiele sich relativ gleich gespielt haben. Aber im Laufe der Zeit wurde auch, glaube ich, ein bisschen verändert, dass auch Sprachausgabe und sowas reinkam und sowas. Und ja, also da wird es auf jeden Fall noch weitere Lego-Games kommen. So, dann geht es weiter mit einem relativ günstigen Game, und zwar Lord of the Fallen. Und dieses Game ist ein bisschen umstritten, und zwar weiß ich das so ein bisschen, die Kamera versucht auf das Bild, aufs Gesicht zu fokussieren, aber wen wundert, ist ja auch, soll ja auch so sein. Das ist deswegen umstritten, weil das Game so ein bisschen, also was heißt so ein bisschen, es wurde eigentlich so richtig nach einem Dark Souls gemacht, also halt vom Gameplay her. Und dadurch, dass es nicht ganz so gut ist wie ein Dark Souls Game, ist es halt so ein bisschen untergegangen in dem Sinne. Oder besser gesagt, die Leute waren nicht super zufrieden damit, auch weil es ein bisschen langsam spielen soll. Ich habe mich halt nicht zu sehr mit spoilern lassen, außer vielleicht jetzt die Bilder, die ich jetzt hier sehe. Sondern habe halt nur ein grob bisschen informiert, was das Game eigentlich bietet. Und dann, das, was ich eigentlich gelesen habe, hat mich durchaus interessiert. Und zwar, weil es halt auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad hat, wie ein Souls-Game. Dass man natürlich auch stirbt und dann wieder zurückgehen kann und seine Seelen wieder zu holen, oder seine Erfahrungspunkte besser gesagt.
Und dass es halt insgesamt halt vielleicht ein bisschen langsamer spielt als ein Dark Souls, also vom Dark Souls 1 speziell. Und ja, dass halt deswegen das Game halt so ein bisschen untergegangen ist, weil die Leute, die nicht unbedingt jetzt auch Bock haben auf Dark Souls, haben natürlich noch weniger Bock auf Lord of the Fallen. Und das ist ja auch ein Name, wo man jetzt sagen muss, was ist das überhaupt für ein Game? Und deswegen wurde es halt in der Zeit sehr verramscht. Und zwar wurde es so sehr verramscht, dass ich für dieses Spiel hier wirklich 1 Euro geboten habe und habe es bekommen, plus Versand. Und wenn man halt auch liest, ist es ja die Limited Edition. Deswegen ist auch hier auch noch eine Musik-CD drin, hier. Natürlich auch mit Code, aber die sind eh abgelaufen. Da steht extra drunter, dieser Gutschein verliert 12 Monate nach der Kaufzahlung seine Gültigkeit. Und da denke ich mir dann auch, ja super, Dankeschön. Braucht aber nicht unbedingt, weil ihr wisst ja, auch wenn ich kein DLC kaufe und selbst wenn dann auch irgendwelche Codes ablaufen, dann ist mir das komplett egal. Aber ist auf jeden Fall interessant, wenn man halt dann so ein Spiel hat, wo dann halt wirklich so sehr verramscht wird, dass halt, ja, dass ich mich ja sogar darüber freuen kann, dass ich es halt so günstig kriege. Schlimmer wäre es ja, wenn das Spiel over the top gut wäre und es wäre dann 20, 30 Euro und dann müsste ich mehr Geld dafür ausgeben, gell? Aber ich denke mal, dass es mir eventuell gefallen wird. Ich erwarte auch nicht, dass es jetzt irgendwie besser sein wird als ein Souls-Game, bin ich ganz ehrlich. Sondern ich erwarte einfach nur, dass halt das, ja, dass mir halt das Gameplay irgendwie Bock macht und dass ich auch ein bisschen gefordert werde. Ihr wisst ja, Schwierigkeitsgrad und so, gell? So, und zum Thema Schwierigkeitsgrad jetzt natürlich direkt weiter. Und zwar, das Game würde für den meisten wohl geläufig sein, und zwar Shovel Knight. Gibt sehr viele verschiedene Plattformen. Unter anderem auch für den 3DS, für die Wii U, für die PS Vita, glaube ich auch, ja. Und auch für die Switch. Also eigentlich für jede Plattform irgendwie. Und warum habe ich mir die PlayStation 4 Version geholt? Weil es persönlich die günstigste Version war für mich. Also die Option besser gesagt. Weil für den 3DS Teil, da zahlt man locker 30, 40, 50 Euro, je nachdem. Und von der vom Wii U Teil viel, weil man halt da unter anderem ja auch ein Amiibo nutzen kann. Ich habe übrigens den Amiibo da, also den Shovel Knight Amiibo, habe ich mal günstig bekommen. Aber wenn ich halt keinen günstigen Preis sehe von den Spielen für den 3DS oder für die Wii U, dann greife ich lieber zur PlayStation 4 Version, weil es ist ja im Prinzip dasselbe Game. Nur, dass man halt dann nicht diese Amiibo-Support hat, in dem Sinne. Außerdem bringt mir das eh nicht viel, weil ich glaube, auf dem 3DS macht der Amiibo, kann man sich so einen Custom Shovel Knight machen mit verschiedenen Farben, glaube ich. Und auf der Wii U-Version hatte man einen Multiplayer, den man freischalten konnte mit der Amiibo. Aber das bringt mir sowieso nichts, weil ich ja eh niemanden habe, der mit mir ja Multiplayer im Koop spielt. Also hier im lokalen Koop, nicht online. Deswegen ist es dann relativ hinfällig. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich die Amiibo in der Sammlung habe, ganz ehrlich. Weil, ja, das musste einfach sein. Ich finde, ganz ehrlich, seit ich Shovel Knight das erste Mal gesehen habe, habe ich schon Bock auf das Game gehabt und jetzt habe ich mir das erst gekauft. Das muss ich mal vorstellen. Und das ist halt meine Geduld. Obwohl ich Bock auf Games habe, habe ich die Geduld, so lange zu warten, bis halt mal ein passender Preis kommt. Und jetzt habe ich auch so einen guten Preis bekommen. Das war halt immer so zwischen 15 und 20 Euro und dann habe ich jetzt unter 15 bezahlt. Da bin ich durchaus mit zufrieden. Und freue ich mich auch drauf, wenn ich Zeit habe, es zu spielen. Und auch die Konsole dazu habe, natürlich. So, weiter geht's mit einem etwas unbekannteren Game. Und zwar habe ich da nur zufällig erfahren, und zwar Slain Back from Hell. Und dieses Game ist noch umstrittener als Lord of the Fallen, könnte ich eigentlich schon fast sagen. Und zwar im Sinne von hier, dass manche sogar sagen, dass es kein gutes Game ist, weil es halt einfach extrem schwer ist. Und mich hat es aber angesprochen, gerade weil es so schwer ist. Und zwar ist es halt so ein 2D-Pixel-Game, wie man hier so sieht. Ähnlich wie Shovel Knight, nur halt sehr viel düsterer und auch brutaler. Ich meine, das sieht man allein schon von dem Cover hier, dass der da mit so einem bluttriefenden Schwert da rumsteht. Und über, also sozusagen auf Leichen sozusagen rumsteht in dem Sinne. Aber das ist, ja, ihr wisst ja, Pixelgrafik. Ist ja auch nur ein Videospiel, man sollte da nicht zu viel interpretieren. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob ich das Game überhaupt durchspielen kann. Das ist bei mir das Interessante, warum ich mir das Game gekauft habe. Einfach weil ich, ja, ich merke halt, bei manchen Spielen, die sind teilweise so leicht, dass ich dummerweise faile, aber dann deswegen öfters faile, weil ich die Spiele nicht zu ernst nehme. Beispielsweise bei einem Mario, da nehme ich die Level nicht super duper ernst und dann kann es öfters mal passieren, dass ich faile, weil es einfach egal ist, ob ich faile. Wisst ihr, was ich meine? Aber bei dem Game hier kann ich mir vorstellen, wenn man hier failt, dann ärgert man sich so ein bisschen und das vermisse ich so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen habe ich mir auch das Game gekauft. War auch nicht super teuer. Und ja, ich werde auf jeden Fall mal gespannt sein, wie es ist.
Vielleicht, es kann mir natürlich auch auf die Fresse hauen, im Sinne von, dass es so schwer ist, dass es mir dann deswegen keinen Spaß macht. Aber das werden wir dann hinterher sehen. So, und als finales Game, und da freue ich mich sogar noch mehr als auf Shovel Knight, und zwar Axiom Verge. Für die Leute, die dieses Game nicht kennen, das gibt es übrigens auch für verschiedene Plattformen, auch für Wii U, für PlayStation, für Xbox One, Xbox 360, glaube ich nicht. Gibt es halt für verschiedene Plattformen, okay. Außerhalb für ein 3DS. Das Game würde auch auf ein 3DS laufen, denke ich mal, aber dazu kam es irgendwie nie. Vielleicht kann es auch doch nicht laufen, ich bin mir nicht sicher. Es gibt davon übrigens eine PS Vita-Version auch, die leider mit Bugs läuft. Also heißt, das Game kann sich mal aufhängen, habe ich schon gehört. Aber die PlayStation 4-Version soll relativ gut laufen. Und wenn man hier mal wieder sieht, das ist auch ein schönes Pixel-Game. Und dieses Game hat halt die große Besonderheit, dass es halt ein Metroidvania ist. Im Grunde genommen könnte man realistischerweise sagen, dass es nur ein Metroid-Klon ist in dem Sinne. Also nichts mit Vania, weil es kommt ja von Castlevania. Weil das Spiel halt einfach rein auf die Dinge, die man halt von Metroid her kennt, darauf aufbauen. Also halt, dass man klein anfängt, hier und da was findet, Backtracking hat, dann woanders weiterkommt und dann um dann halt Türen zu öffnen oder andere Hindernisse zu umgehen, sage ich mal. Und da habe ich auch jetzt schon ewig gebraucht, bis ich hier das Spiel mal für einen guten Preis bekommen habe. Und ja, jetzt ist es endlich soweit und da freue ich mich auch richtig drauf, weil ich bin ja eigentlich ein kleiner Fan von den Metroid Games. Ich meine, ich habe ja die Metroid Prime Reihe durchgespielt. Die 2D Games habe ich jetzt nicht unbedingt jetzt Let's Played, weil ich die schon alle privat gespielt habe, durchgespielt. Und aber dadurch, dass es hier halt wirklich so eine Inspiration von Metroid ist, ist es halt wirklich auch ein gutes Spiel. Deswegen gibt es auch so viele Ports davon. Das war erst nur für Nintendo und dann hat man es dann später auch noch für andere Konsolen dann gebracht. So, und da ist übrigens auch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sogar ein zweiter Teil in Arbeit, wo ich mir dann auch noch drauf freue. Aber ich glaube, bis ich dazu komme, den hier durchzuspielen, kommt er vielleicht sogar schon raus, gell? Aber gut, das will man noch sehen, weil man darf nicht vergessen, das Spiel wird, glaube ich, auch nur von einer Person gemacht. Ja, und das ist halt, und der ist halt ein großer Fan von Metroid und hat dann deswegen hier die Spiele dann hier so, hat dann dieses Spiel darauf aufgebaut, dass es auch cool. Also im Prinzip könnte man sagen, Axiom Verge ist das Äquivalent von Metroid Prime zu Metroid, wie Stardew Valley zu Harvest Moon. So könnte man das vielleicht vergleichen. Also wer Stardew Valley kennt, der weiß bestimmt, wovon ich rede. Und das ist dann sozusagen das Äquivalent dazu. So, und dann werde ich das Ganze hier mal genauer aufbauen, damit man nochmal sieht, was ich alles gekauft habe, ich Verrückter. So, ja, und wie immer passt nicht alles aufs Bild, ist man ja langsam gewohnt von mir, gell? Und ich muss ganz ehrlich sagen, heute habe ich sogar mehr als ein Highlight, und zwar auf jeden Fall Axiom Verge und Shovel Knight, weil ich halt wirklich sehr lange dahinterher war, bis ich es immer zum guten Preis bekommen habe. Aber auch generell auf alle anderen Spiele auf jeden Fall auch immer Bock, ihr wisst ja. Die Games sammeln sich an, ich habe auf alles Bock, aber man hat natürlich nicht immer die Zeit, alles zu spielen, deswegen kaufe ich mir nichts neu. Sonst würde ich mich nur ärgern, wenn ich 60 Euro für ein Game ausgebe, was erstmal rumliegt. Das soll natürlich nicht sein. Und im Grunde genommen, je günstiger man ein Game bekommt, es kann nur noch teurer werden, nicht günstiger. Oder vielleicht nur ganz wenig. Also wirklich vom Preis her, dass halt noch ein bisschen weniger wird, als das, was ich bezahlt habe. Und das ist dann, wenn ich dann irgendwie für irgendwas 5 Euro mehr bezahlt habe als später, dann ist es natürlich auch egal, bin ich ganz ehrlich. Dann, so extrem muss man natürlich auch nicht sehen, was Schnäppchen angeht. Und ja, dann hoffe ich, hat das Ganze wieder gefallen. Ihr könnt mir auf jeden Fall wieder sagen, ob ihr das ein oder andere Spiel kennt, ob ihr es vielleicht noch nicht gekannt habt, ob ihr vielleicht sogar hier das ein oder andere Spiel euch kaufen wollen würdet oder ob ihr es schon gespielt habt. Oder was ihr dann halt diesen Monat, also im letzten Monat gekauft habt, im November. Könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Und dann, ja, dann hoffe ich, hat das Ganze, wie gesagt, wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von des Undead Collectors neue Games sehen wollt. Von meinen Let's Plays, von meinen Streams auf Twitch und so weiter. Übrigens immer Freitag und Samstag, 18 Uhr. Und ja, und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, natürlich. Damit man hier keine weiteren Folgen verpasst, natürlich. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Ciao, ciao. What?